NC Event. Das NC Event gibt die Möglichkeit, Befehle und Kommentare in das NC Programm hinzuzufügen, die nicht automatisch von Hypermil Postprozessoren ausgegeben werden. Als Beispiel habe ich einen Schrupp und einen Schlichtjob angelegt. Zwischen den beiden Jobs möchte ich ein NC Event anlegen. Neues NC Event. Im Fenster des NC-Events habe ich die Möglichkeit zwischen verschiedenen Eventtypen zu wählen. Diese dienen jedoch nur für meine optische Übersicht in der Jobliste. Sie haben mit der Ausgabe ins NC-Programm nichts zu tun. Als Beispiel nutze ich den NC-Text, damit kann ich einen einfachen Befehl wie ein M0 hinzufügen. Oder aber eine Datei laden, die einen umfangreicheren Text beinhaltet einfach die gewünschte Datei auswählen und öffnen. Genau dieser Text wird später in das NC Programm übernommen. Zur besseren Übersicht ändere ich die Bezeichnung des NC Events in M0 programmierter Halt. So weiß ich sofort, wie sich das NC Event verhält. Sobald ich den Job schließe, sind die Eingaben bestätigt. Das NC-Event ist von der Position frei wählbar. In dem Beispiel macht es natürlich Sinn, es zwischen Schrupp und Schlichtjob zu platzieren. Somit hält die Maschine nach dem Schruppen an und der Maschinenbediener kann die Tasche säubern. Danach startet mit M13 die Spindeldrehzahl und das Schlichten kann beginnen. Die Jobs müssen jetzt noch berechnet werden. Nun kann ich die NC Datei erstellen. Zum Öffnen, diese einfach anklicken. Im Programmkopf hat sich nichts verändert. Etwas weiter unten finde ich genau die Eingaben vom NC Event wieder. So funktioniert das NC Event. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.